Reden wir heute mal über die Bundestagswahl. Die ist ja jetzt abgelaufen und wir wissen jetzt die Ergebnisse und wir wissen auch zumindest, welche Regierungskonstellationen derzeit noch in Frage kommen. Es ist aktuell noch nichts entschieden, es ist aber sehr, sehr spannend. Wie es aber sich aktuell abbildet, hat wohl das kleinere der beiden Übel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das soll uns aber heute gar nicht groß jucken. Heute interessiert uns vielmehr, wie hat denn eigentlich die beste aller Parteien abgeschlossen? Zwar die Basis. Also eine Prognose habe ich jetzt schon erfahren, und zwar von Bodo Schiffmann. Wobei die stärkste nun mal definitiv die Basis ist. Aber stimmt das auch? Hat die Basis die meisten Stimmen in Deutschland bekommen? Schauen wir mal ganz kurz auf die Zahlen. Insgesamt durften bei dieser Bundestagswahl 61 Millionen Menschen teilnehmen. Genauer gesagt 61.168.235 Menschen. Dieses Recht, wählen zu gehen, nahmen 76,6% dieser Menschen auch wahr. Oder in Zahlen? 46.838.765 Personen. 499.163 abgebende Stimmen waren leider ungültig. Was heißt ungültig? Ungültig heißt zum Beispiel, wenn man irgendwas Nettes auf den Zettel schreibt, wenn man ihn unterschreibt, wenn man mehr als zwei Kreuze macht oder zum Beispiel die Parteien durchstreicht, dann ist der Zettel leider ungültig. Als jemand, der jetzt jahrelang schon Wahlhelfer auch gemacht hat und mit beim Auszählen von Briefwahlen war, kann ich sagen, die meisten Stimmzettel, die ungültig sind, tun einem immer in der Seele weh, weil man eigentlich sagen muss, ja, hätte nicht sein müssen. Und ein paar sind dabei, die sind zu Recht ungültig. Schauen wir aber mal auf die Partei von Gottkanzler Rainer Füllmich, der sich ja schon selbst zum Kanzler ausgerufen hat, um dann im Sinne des Schwarms zu regieren. Und ich bin auch ganz sicher, dass ich dann in der Lage bin, sowohl durch Kompetenz und Selbstbewusstsein die Positionen und die Interessen des Schwarms und des deutschen Volkes an jeder Stelle, sowohl im Inland als auch im Ausland, angemessen und würdig zu vertreten. Schauen wir doch mal, wo Al-Qaida die Basis von Rainer Füllmich in Deutschland gelandet ist. Und zwar, das ist das Diagramm der Bundestagswahl. Ja, die Basis ist hier. Die Basis hat insgesamt in Deutschland 734.621 Erststimmen sammeln können. Erststimmen, das sind direkte Stimmen, die Menschen in ihren Wahlkreisen sammeln als Direktkandidaten und Direktkandidatinnen. Das sind also Menschen, die da alle Stimmen verfallen, außer diejenigen, die direkt das Mandat gewinnen in diesen Wahlkreisen. Das heißt also, Winner gets all, alle anderen nichts. Also hat die Basis durchaus 700.000 Erststimmen, also mit Direktkandidatinnen und Direktkandidaten sammeln können. Es hat ihr noch nichts gebracht, weil sie nicht einen einzigen Wahlkreis gewonnen haben. Das heißt, die einzige Hoffnung, noch in den Bundestag einzuziehen, war die 5%-Hürde nehmen als Gesamtpartei, als Liste. Und das hat die Partei knapp verfehlt. So konnte die Basis Erststimmen 1,6% einsammeln, bei den Zweitstimmen aber nur 1,4%. Oder in Zahlen gesagt, 628.432 Stimmen. Es hat also nicht gereicht für den Deutschen Bundestag. Es haben ein paar Prozentpünktchen gefehlt. Das stärkste Bundesland für die Basis, wer hätte es gedacht, war übrigens Baden-Württemberg. Da haben sie mit ihren Erstkandidaten 2,1% geholt und 1,9% mit den Zweitstimmen. Gefolgt auf Platz 2 war Bayern mit 2,1% und 1,7% Zweitstimmen. Das schwächste Land für die Basis war übrigens Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen konnten die Direktkandidatinnen der Basis 1,1% einsammeln und die Liste sogar nur 1,0%. Die Basis war die stärkste der Kleinstparteien. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man die Zahlen anschaut, keine andere Kleinstpartei, die angetreten ist und nicht in den Bundestag kam, hat so viele Stimmen gesammelt wie die Basis. Das stimmt und das muss einem auch zu denken geben, wenn man sich überlegt, dass da auch Kleinstparteien dabei sind wie die Partei, die Tierschutzpartei, die V3-Partei, Volt oder auch die Piraten. Alle haben weniger gesammelt als die Basis und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht für diese kleinen Parteien und für diese Demokraten. Aber unsere Gesamtdemokratie steht eigentlich ganz solide da. Auch wenn natürlich einige, ja, ich sage ganz ehrlich, mal wieder von Wahlbetrug schwadronieren, oder? Wie siehst du das, Bodo? Stell dich doch mal vor,
In denen, die für die Wahl zuständig sind, auch für die Briefwahl und sowas, würden auf einmal lauter Aufgewachte sitzen und würden dafür sorgen, dass eben nicht die Stimmen dabei rauskommen, die ARD und ZDF schon mal vorbereitet haben, sondern am Ende der Wahl wären Direktkandidaten oder eine der neuen Parteien, wobei die stärkste nun mal definitiv die Basis ist. Okay. Also, die gute Nachricht ist, uns bleibt für weitere 4 Jahre die Kanzlerschaft von Rainer Füllmich erspart und Eva Rosen wird wohl nicht als Wirtschaftsministerin den Rossmann in Karben verbieten können. Gute Nachrichten für alle von uns, außer für Eva Rosen und die Basis. Übrigens, vergesst nicht, am Freitag reinzuschauen, hier auf dem Kanal, dann erscheint nämlich endlich das große Recherchestück Wer ist Eva Rosen? Bleibt gespannt. Bis dann.